Hallo im Küchengarten. Wir haben jetzt Ende Juni und ich bin draufgekommen, dass ich euch noch gar nicht gezeigt habe, wie sich mein Garten in den letzten Wochen verändert hat. Deswegen machen wir das heute. Kommt mit! Schauen wir uns doch gleich einmal hier zuerst meine Kartoffelbadewanne an. Die ist immer noch am Wachsen. Ich habe vor ein paar Tagen die erste Pflanze geerntet, weil ich Kartoffeln fürs Mittagessen gebraucht habe und ich neugierig war, wie sie denn ausschauen. Es sind ja Frühkartoffeln, da gibt es ein Video dazu, Frühkartoffeln unter Heu. Das Video verlinke ich euch hier oben. Und nach der Zeit wären sie erntereif, aber da wir so einen kalten Frühling gehabt haben und jetzt diese starke Trockenheit, obwohl ich hier zugieße, seht ihr, wie trocken die Erde ist? Weiter unten, ja, wird es eigentlich gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall waren ein paar große dabei, aber auch noch viele kleine. Das heißt, die hätten noch ein bisschen Zeit gebraucht, dann hätten sie sicher auch noch eine schöne Größe bekommen. Deswegen lasse ich den Rest hier drinnen und schaue, was noch geht. Hier hinter der Kartoffelbadewanne könnt ihr das Auslaufgehege meiner kleinen Hühnchen sehen, meiner Steinbipperl. Die sind mittlerweile alle fünf gemeinsam hier draußen. Ich stelle natürlich einen Schirm drüber, wenn es sehr heiß ist, was jetzt momentan jeden Tag der Fall ist. Ich habe jetzt den Platz auch gewechselt, damit sie wieder frisches Gras haben. Aber es geht ihnen richtig gut. Vor allem hier mein Bibi, also das Älteste, das ich selbst aufgezogen habe, weil es ganz allein war, entwickelt sich wirklich prächtig. Ihr seht, wie frech es ist und wie gut unsere Beziehung immer noch ist. Und es versteht sich auch mit den neuen Küken wirklich wunderbar. Es ist richtig schön zu sehen, wie sie sich entwickeln und wie gut sie zusammen auskommen. Hier hinter dem Hühnerauslauf habe ich eine Reihe mit Tomaten und zwar drei Stück. Ich habe mich dieses Jahr wirklich zurückgehalten und schönen Abstand zwischen den Tomaten gemacht. Und die entwickeln sich wirklich toll. Man sieht auch, die unterschiedlichen Sorten haben ganz ein unterschiedliches Wachstum. Hier zum Beispiel habe ich die Indigo Cherry Drops und die wächst eher schlank in die Höhe. Und hier hinten habe ich von Anjas Gartenreich die Mondstein Grün. Von der bin ich ja ganz begeistert, weil die einen schönen, gedrungenen, dicken Wuchs hat, sehr gesund. Da freue ich mich schon drauf, sie zu kosten, weil wenn sie auch noch gut schmeckt, dann nehme ich sie in mein permanentes Programm auf. Und hier habe ich, Moment, da muss ich mal lesen, die mexikanische Honigtomate und die gefällt mir ja vom buschigen, kräftigen Wachstum auch besonders gut. Also Tomaten laufen ganz gut. Am Fuße der Tomaten habe ich dann ein Experiment gewagt. Es ist ja hier draußen immer so ein bisschen schwierig, weil die Enten ja hier frei rumlaufen und die mit ihren Watschelfüßen ja alles zusammentrampeln oder mit ihren Schnäbeln alles ausgraben auf der Suche nach irgendwelchen Würmern und Käfern. Ich hatte aber so viele rote Beete, rote Rüben übrig und dann habe ich ein paar hier unter diese Metallkörbe gepflanzt und zu meinem Erstaunen, die wachsen. Die Körbe sind immer mal wieder zur Seite gestoßen, aber sie haben jetzt eine Größe, dass sie nicht mehr so zusammengetrampelt werden. Und auch ausgraben tun es die Enten nicht. Also vielleicht gibt es eine Ernte. Hochbeet Nummer 2 ist so ein bisschen mein Sorgenkind. Da habe ich ziemlich früh im Jahr frühes Spitzkraut, ist ja nichts dagegen zu sagen, und Gemüsezwiebeln hineingesetzt, die ich alle vorgezogen hatte, sind eigentlich auch ganz gut angewachsen. Dann war der Frühling so lange richtig kalt und dunkel und grauslich und es hat furchtbar viel geregnet. Dann haben die natürlich mal einen Wachstumsstopp eingelegt. Ich habe auch wieder meinen alljährlichen Fehler gemacht und das Gemüse viel zu eng zusammengepflanzt. Ich habe eigentlich gedacht, dass dieses Spitzkraut, weil es eine sehr schnell wachsende Sorte ist, den ganzen Schädlingen und dem Hochsommer davon wächst. War jetzt leider nicht der Fall, vielleicht weil ich sie zu nahe zusammengesetzt habe.
Aus diesem genannten Grund habe ich auch nicht mit so einem Kulturschutznetz gearbeitet. Ich arbeite nicht so gerne mit denen. Das ist immer, man hat im Garten alles verhängt. Und auch das Ernten und Pflegen ist unter diesen Netzen immer so ein bisschen langweilig. Da bin ich, glaube ich, zu faul. Ja, ich hätte es aber lieber machen sollen, denn jetzt ist der Kohlweißling unterwegs. Der legt mir hier in meine kleinen, mickrigen Köpfe brav seine Raupen rein und das bisschen Ernte, was ich hier hätte, wird jetzt zerfressen. Und womit ich außerdem eine große Probleme in diesem Jahr im Garten habe, sind Läuse. Ich habe wahnsinnig viele Läuse an den unterschiedlichsten Pflanzen und Marienkäfer, die normalerweise hier bei mir eine tolle Hilfstruppe sind, in verschwindend geringer Anzahl, wenn überhaupt. Also das macht mir richtig große Sorgen, denn ich habe auch Brennnesseln hier im Garten stehen. Ich lasse auch Gemüsepflanzen zum Blühen kommen. Ich habe verwinkelte Stellen, wo sie gut nisten könnten. Und dass ich trotzdem so wenig Marienkäfer hier habe, ist richtig traurig und schockierend. Und ich habe als großes Projekt weitere Naturpflanzen, die ich hier, also Wildblumen, die ich pflanzen will, Nisthilfen, die ich aufstellen möchte. Das muss ich unbedingt in den Griff bekommen. Jetzt noch ein Kulturschutznetz drüber zu legen, sinnlos. Die Läuse und Schädlinge sind dran. Und weiters ist es natürlich hier in diesem Hochbeet extrem trocken, obwohl ich täglich gieße. Aber Hochbeete trocknen ja immer stärker aus. Hochbeet Nummer 3. Dagegen schaut wirklich gut aus. Dieses extreme Grün hier sind meine Pastinaken. Denen scheint das hier richtig gut zu gefallen. Hier vorne habe ich eine Schlangengurke und daneben der Borretsch, das Gurkenkraut, obligatorisch zum Befruchter anzulocken und einfach auch wunderschön. Kann man auch in den Salat geben, da die Blätter nach Gurke schmecken und auch die Blüten eine wunderbare Dekoration im Salat sind und auch einen feinen Gurkengeschmack haben. Und ganz hier hinten habe ich eine Reihe Lauch. Der wird hier fast ein bisschen zugewachsen von den Pastinaken. Und nochmal die gelbfleischige rote Rübe, die kommen hier auch richtig schön. Also mit diesem Beet bin ich echt glücklich, obwohl es auch unter der Trockenheit ein bisschen leidet. Kommt herein in den Küchengarten. Hier drinnen schaut es eigentlich größtenteils richtig knackig aus. Hier hinten in dem Beet seht ihr den Herbstknoblauch, der jetzt dann bald erntereif ist. Das sieht man daran, dass das Laub jetzt langsam anfängt zu welken. Den werde ich die nächsten Tage herausnehmen, das Beet dann mit frischem Kompost versorgen und dann eine Herbstpflanzung vornehmen. Da dachte ich vielleicht an Winterkaffeeol oder Rosenkohl. Im Gewächshaus dort hinten habe ich Tomaten drinnen und zwar die Annawein. Das ist eine traumhafte riesige Fleischtomate, die ich vom Tomatenflüsterer bekommen habe und die habe ich im Gewächshaus, weil die großen Tomaten gerne zum Aufplatzen neigen und auch so viel empfindlicher gegen die Braun- und Krautfäule sind. Hier herinnen habe ich auch sehr mit der Trockenheit zu kämpfen. Also der Boden ist richtig komprimiert und steinhart, obwohl ich jeden Tag gieße. Trotzdem wächst das Gemüse, bin ich sehr froh darüber. Und etwas sehr Positives, was die Trockenheit mit sich bringt, ist, dass der Schneckendruck total zurückgegangen ist. Mal schauen, wie das wird, wenn es die nächsten Tage dann mal regnet. Die Bohnen hier, die Sorte Blauhilde, sind auch wunderbar gekeimt. Allerdings habe ich jetzt auch mit sehr viel Lausdruck zu kämpfen. Ich mache mir da noch nicht so einen großen Kopf und hoffe, dass doch noch Marienkäfer auftauchen. Was ich gesehen habe, war schon eine ganze Horde Spatzen, die sich auch an den Läusen gütlich tun. Naja, mir ist es ja egal wer, Hauptsache die Läuse werden gefressen. Hier daneben habe ich einen nicht so guten Erfolg dieses Jahr und zwar ist das mein Fenchel. Das ist eine frühe Sorte, die ich rechtzeitig im Jahr gesetzt habe und dann blieb es, wie gesagt, so stark kalt und jetzt
bilden sich keine großen Knollen aus, sondern er fängt an, in die Blüte zu gehen. Das ist zwar schade, aber ich verwende ihn als Futterpflanze. Das Grün gebe ich teilweise in den Salat und den Rest bekommen dann entweder unsere Degus oder meine Küken. Außerdem habe ich hier im Beet noch 3 Reihen Gemüsezwiebel, die sehr gut wachsen. Dann daneben etwas Kohl und rote Rübe. Die mögen anscheinend dieses sehr heiße, trockene Wetter und die verdichtete Erde, weil die schon schön groß sind. Und dann hier noch 2 Gurkenpflanzen, die ich hier an einem Tomatenhaken nach oben wachsen lasse. Die sind jetzt sehr schön gekommen, nachdem es so heiß wurde und tragen auch schon reichlich Früchte. 2 Zucchini-Pflanzen habe ich hier auch, eine Romanesco-Sorte und eine gelbe Zucchini. Für die habe ich eigentlich das halbe Beet hier vorgesehen, weil die doch immer sehr groß werden und gut war es. Sie nehmen wirklich schon die Hälfte des Beetes ein. Hier gegenüber habe ich den Versuch einer Kletterzucchini gestartet. Die wurde Anfang des Jahres von den Schnecken total hinuntergenagt. Zuerst wollte ich sie schon ersetzen und dann hat sie sich aus einem Nebentrieb noch einmal aufgerafft und jetzt bildet sie hier wirklich schon einen starken Trieb und hier sieht man tatsächlich wie bei Gurkenpflanzen diese, ja wie nennt man das, diese Schlingtriebe, mit dem sie sich dann hier an dem Gitter festschlingen wird. Gegenüber meines Gewächshauses habe ich ein kleines Beet auf meiner Natursteinmauer. Und das habe ich nun ganz den mehrjährigen Gemüsepflanzen verschrieben. Da habe ich 2 verschiedene Sorten von ewigem Kohl und eine ganze Reihe an Gewürzfenchelstauden. Die sind nämlich wirklich großartig. Die kommen jedes Jahr kräftiger wieder. Zuerst ernten wir das Grün für uns in den Salat oder für unsere Degus und Küken. Und danach wird es Samen geben, die man wunderbar für den Tee verwenden kann oder eben auch zum Füttern für unsere Tiere. Auf was ich mich besonders freue, ist die diesjährige Brombeerernte. Meine Brombeere der Sorte Loch Ness hat sich gewaltig ins Zeug gelegt. Sie hängt über und über voll. Das ist nur eine einzige Pflanze, die reicht für so einen Hausgarten wirklich vollkommen aus. Da kann ich immer auch noch einiges an Beeren einfrieren und dann über den Winter zu Kuchen verarbeiten oder ins Müsli geben. Das schätze ich wirklich wahnsinnig. Also diese Brombeere ist die ergiebigste aller meiner Beeren, die ich hier im Garten habe. Und schaut mal, wen ich hier am Fuße der Brombeere entdeckt habe. Luki versteckt sich vor der sengenden Hitze im Schatten der Rhabarberblätter und genießt es sichtlich. Jetzt gehen wir mal vom Küchengarten hinauf zu unserer Terrasse. Das Sonnenbaden gerade meine Laufenten. Vielleicht fällt euch auf, wir haben Hochbeet Nummer 1 mit neuem Holz verkleidet, da das alte nach, ja, das war jetzt schon 10 Jahre alt, langsam morsch geworden ist. Da haben wir einfach so unbehandeltes Schwartenholz aus dem Sägewerk verwendet. Ja, dann schauen wir uns mal an, was dort drinnen wächst. Einerseits haben wir hier einen Salat, der jetzt bald in die Blüte geht. Den lasse ich stehen zur Samengewinnung. Dann haben wir hier 3 Süßkartoffelpflanzen. Hier hinten die Buschtomate Kremser Perle. Die bekommt jetzt langsam die ersten Früchte und eine wunderschöne Taglilie.
Hier haben wir den Salat Forellenschluss. Ein toller Salat, der schon bei ganz kühlen Temperaturen sehr zuverlässig wächst. Der geht jetzt hier auch in die Blüte. Da habe ich sogar noch 4 Pflanzen. Da nehme ich immer wieder was für meine Küken weg und auch für die Enten. Aber ich freue mich richtig auf die Blüte, weil solche Gemüsepflanzen, die man in die Blüte gehen lässt, sind nicht nur toll zur Samengewinnung, sondern natürlich auch für die Nützlinge. Hier daneben haben wir wieder Spitzkohl, den ich ebenfalls viel zu eng gepflanzt habe. Aber der wächst ein bisschen besser und zuverlässiger als jener im Hochbeet Nummer 2. Da konnte ich sogar schon einen ansehnlichen Kopf ernten. Und ich denke mir, wenn ich dann regelmäßig wieder einen wegnehme, dann haben die anderen wieder mehr Platz zu wachsen. Und so habe ich auch eine versetzte Ernte. Hier eine wunderbare Fülle an Ringelblumen, die allerdings auch unter der Hitze zu leiden haben. Weiter geht's hier mit dem Lauch, der wirklich schon schön gewachsen ist, und dann auch die Karotten daneben. Und wenn wir dann hier weiter rüberschwenken, seht ihr die nächste meiner Tomatenreihe hier an der Hauswand. Da hängen auch überall schon Früchte dran. Das sind 3 Pflanzen der Eva Sweet White, weil das wirklich unsere absolute Lieblingstomate ist. Und am Fuße der Tomaten, hier geschützt durch einen kleinen Zaun vor den neugierigen Enten, wächst einerseits Ringelblume. Andererseits hatte ich ja ein paar kränkelnde Pflanzen des Neuseeländer Spinat. Und hier könnt ihr jetzt sehen, dass sich tatsächlich einer erholt hat, hier, der jetzt recht schön austreibt. Da knipse ich immer hier oben die Triebe ab und dann treibt er aus den Blattachseln nach, und so kann von einer Pflanze auch hier der gesamte Boden überwachsen werden. Und zusätzlich könnt ihr hier den Schnittmangold sehen, den ich ja im Juni frisch ausgesät habe, und der treibt jetzt hier überall aus. Ich muss natürlich wirklich brav gießen. Ich denke, das hat auch dem Neuseeländer Spinat gut getan. Aber im August werde ich das sicherlich schon ernten können. Jetzt schauen wir auch noch schnell hinaus nach New Bedland. Dort gibt es nämlich auch noch wirklich Schönes zu sehen. Hier zu Beginn habe ich ein kleines Naturpflanzenbeet, wieder mit Ringelblume, einem Wiesensalbei, hier einer noch recht kleinen Felsenbirne, aber die kommt ganz gut, unterpflanzt mit dem Inkarnatsklee. Ich habe überall im Garten verschiedenste Kleesorten, weil die für die Befruchter so wichtig sind. Wenn wir gerade von Klee sprechen, das ist wirklich eine sensationelle Pflanze. Das ist der sogenannte Steinklee, der an die 2 Meter, eine einjährige 2 Meter hohe Staude ist. Der wird dermaßen von den Bienen angeflogen. Es ist großartig. Der bereitet mir immer eine riesige Freude. Den habe ich jetzt hier gestützt, damit ich hier noch runter kann. Ich sehe gerade, der Stecken mag die Last nicht tragen. Der Boden ist auch so hart. Ja, da werde ich mir noch mal was anderes überlegen müssen. Aber der ist wirklich ein Traum. Und daneben habe ich noch die blaue Kugeldistel, weil sie mir so wahnsinnig gut gefällt und Disteln ja im Garten eher verschmäht sind. Wenn sie blüht, lieben die Bienen sie ebenfalls, und ich hoffe, vielleicht auch mal einen Distelfink anlocken zu können. Die habe ich überall bei mir im Garten. Hier unter dem Netz könnt ihr eine Mixkohl, eine Kohlmischung sehen, die aus Palmkohl, Federkohl und Ähnlichem besteht. Die habe ich von Anja aus Anjas Gartenreich. Und da habe ich Gott sei Dank ein Netz drüber gegeben, weil der wächst wirklich wunderbar und total schädlingsfrei. Wir haben schon oft davon gegessen, da freue ich mich wirklich sehr darüber. Daneben
meine Mangoldreihe, alles akkurat mit Schneckenkriegen geschützt, weil hier der Schneckendruck so hoch ist. Deswegen können wir auch schon wunderbar davon naschen. Und eine Reihe Rucola, der nicht so großartig toll gewachsen ist. Er neigt dazu, mehr in die Blüte zu gehen, als Blätter zu bilden, obwohl ich regelmäßig abknipse. Ich habe mir jetzt auch eine Wild-Rucola-Art bestellt und ich hoffe, dass ich mit der mehr Erfolg habe und dass die sich dann auch bei mir im Garten wild aussehen wird. Hier daneben habe ich noch eine weitere besondere ewige Kohlart und der kommt dieses Jahr auch besonders gut. Das ist der Kohl, schauen wir da mal nach. Der Meerkohl Caramba White. Und der treibt da jetzt überall aus. Solche ewigen Kohle sind wirklich etwas Tolles. Hier hinten seht ihr noch den letzten Rest meiner dicken Bohnen. Da haben wir auch schon zweimal davon gegessen. Allerdings hat die schwarze Bohnenlaus jetzt wirklich dramatisch zugeschlagen. Da bilden sich leider keine neuen Blüten aus. Deswegen werde ich sie bald abräumen und dann hier schon eine Herbstbepflanzung durchführen. Schön, dass ihr mich heute auf der Runde durch meinen sommerlichen Küchengarten begleitet habt. Ich hoffe, ihr erlebt gerade genauso viele schöne Momente in euren Gärten. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und freue mich drauf, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!